Wunderschönen guten Morgen und schön, dass ihr dabei seid, weil es wieder heißt, der Flachlandradler ist wie immer unterwegs und auch immer noch in Dänemark. Ja, ich habe eine gute Nacht hier gehabt. Es war sehr ruhig, kaum Autos, kaum Züge, die man irgendwo gehört hat. Es war richtig, richtig still, muss man sagen. Und wie man sieht, das Wetter ist so ein bisschen trübe. Ja, es kann Sonne scheinen, es kann auch mal ein bisschen regnen oder irgendwie so. Also ganz trocken bleibt es bestimmt heute nicht. Es soll so eine, ja, so eine Linie durchziehen, so eine Wetterfront, eine dünne, die kriegt mindestens Regen. Also ein bisschen nass werde ich vielleicht heute, aber das ist egal. Ich habe hier Blick aufs Meer wieder rüber nach Schweden. Jetzt sieht man es ein bisschen besser. Ja, das ist Schweden. Aber nein, da fahre ich heute nicht rüber. Ja, und heute, ja, geht's. Ja, was sind das? 90 Kilometer habe ich ja geplant. Immer an der Küste, ja, am Kattegat, aber nicht Kattegat-Lehn, sondern hier ein Radweg längs so nah wie an der Küste es nur geht. Ja, und dann komme ich irgendwann wieder an einen schönen Schlafplatz an. Ja, wie die ganzen Orte heißen, bis auf Helsingør, das konnte ich jetzt behalten, was jetzt als nächstes kommt, die große Stadt, wo die Fähre ist. Ja, da komme ich gleich rein, wenn ich das Zelt gleich zusammengepackt habe. Ja, und dann geht's los auf einer hoffentlich schönen, schönen Tour. Auch wenn das vielleicht mal ein bisschen Regen geben soll. Das ist egal. Der Wind ist weg. Der hat aber bis 3, 4 Uhr, wo ich mal wach war, da hat es noch gerauscht in den Blättern. Aber jetzt ist es ruhig. So wie es sein sollte auch. Ja, also geht's los auf einer schönen Tour und ich hoffe, es wird schöne Bilder geben. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Caught behind the Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for something, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go. Da wird's jetzt nach Schweden gehen. Nein, die Versuchung ist groß, aber ja, Schweden bleibt heute außen vor. Ja, das wäre eine Riesenverlockung, weil in 20 Minuten geht hier die nächste Fähre, die kommt da hinten schon. Ja, das ist ja, ich bin das dritte Mal hier und diesmal fahre ich vorbei. Ja, guck mal, die fahren einfach rüber, gerade eben auch ein Radfahrer. Einfach rüber und dann bist du in Schweden. Im Grunde ist es ja auch nicht weit von mir zu Hause. Die 3 Stunden Autofahrt oder so, das ist echt ganz schnell gemacht. Aber ich glaube, die Runde werde ich natürlich auch noch irgendwann mal machen. Könnte ich wieder rüberfahren und in Richtung Malmö, wäre ja auch noch mal eine Runde. Und dann wieder Kopenhagen rüber. Ja, diesmal fahre ich jetzt rein nach Helsingborg und komme an den Kattegat, der jetzt hier beginnt. Ja, und da Öresund, den lasse ich jetzt hinter mir. Es war echt toll. Ja, ist kein Abschied für immer, glaube ich, auf jeden Fall nicht. Ja, und jetzt geht's weiter, Helsingborg. Das ist, ja, Helsingborg, nein, ich will nicht nach Schweden, nach Helsingør. Das ist ja eine tolle Stadt, habe ich ja schon mal so ein paar kurze Bilder mal gezeigt. Ja, tolle Burg, so Schloss und ach, ist alles klasse. Mal sehen, wie es weitergeht, alles Neuland denn. Ja, viel Spaß dabei. Das geht wohl hoffentlich auch genauso gut weiter, als würde ich jetzt nach Schweden fahren. What you give, you get to keep.
have a toast for those lost old eyes. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. I'm bleeding, an easy kill. Was für eine Szenerie hier. Das Meer rauscht hier an die Brande da hier ans Land. Ja, hier sind höhere Wellen. Man sieht sogar die nächste Sandbank. Die kann man sehen, da brechen die Wellen schon ein bisschen vorher. Aber da hinten, ganz da hinten, da auf schwedischer Seite, der hohe Bergrücken, oh, das ist der Kullaberg. Das ist eine so tolle Gegend. Oh. Mann, das ist gerade anderthalb Jahre her, aber kann man fast wieder gerne wieder mal wieder hin. Also das ist, also, ah, wenn man das jetzt wieder sieht, ja, der Pott davor, das ist natürlich relativiert, aber das ist schon geil, also Wahnsinn. Toller Blick hier und so fahre ich erstmal weiter hier an Herrn Kattegat. Wahnsinn, ich wiederhole mich, wunderherrlich hier ist das. Die Sonne, ja, die will nicht so richtig. Immer so ein paar Wölkchen, aber egal. Es ist auch gar nicht kalt. 14, 15 Grad sind das. Der Wind, ja, der ist gar nicht zu spüren. Der kommt wieder hinter den Bäumen, aber der ist heute wesentlich schwächer als gestern. Also toll, toll, toll. Also so kann der Tag weiterlaufen. Das ist gerade unglaublich schön hier, also das kann man gar nicht beschreiben. Wow, direkt hier am Wasser, am Meer, das rauscht. Und ach, diese Szenerie mit den Bäumen hier, einfach nur grandios. Und gerade kommt die Sonne noch ein bisschen durch. Alter, ist das toll. Aber man sieht auch hier, die Deutschen haben ja, auch die Spuren hinterlassen mit ihren Bunkern. Aber egal. Ja, Schweden wird langsam wieder kleiner, aber das hier ist ja, schaut euch das an, das ist doch, wow, ganz toll, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, naja, weiter geht's auf diesen fantastischen Weg. Cause I was there by your side.
26 Kilometer weiter von heute Morgen vom anderen kleinen primitiven Campingplatz bin ich jetzt an einem anderen direkt am Meer. Ja, aber an der Steilküste. Ich bin hier ganz schön weit oben. Wenn man ans Meer möchte, muss man ganz schön absteigen. Ja, es wird langsam wärmer. Richtig tolles Wetter irgendwie. Ja, leider droht ein bisschen Regen heute. Mal sehen, wann er kommt. Ich hoffe nicht. Ja, und hier darf man zelten. Richtig toll wieder. Toll gelegen, aber das Meer ist echt laut. Ja, und steil nach unten. Ja, ich fahre jetzt gleich nochmal weiter. Dann suche ich mir mal ein richtig schönes Plätzchen, ja, wo ich dann nochmal so ein zweites Frühstück nehmen kann. Es ist kurz nach 10. Es ist mal wieder Zeit, was zu essen. Ich habe ja schon, ja, um 5 oder 6 Uhr, nee, um 6 Uhr so circa, habe ich was gegessen. Ich habe immer Frühstück mit, sonst schaffe ich nicht loszukommen. Also ich muss morgens immer was essen. Ja, also weiter geht's auf diesen echt tollen, fantastischen, super tollen Weg. Ich kann das nur wiederholen. Es macht hier richtig Spaß. Ja, auch schon wieder so ein Örtchen mit einem besonderen Flair irgendwie. Das sah wieder toll aus. Man kam oben runter, hatte einen tollen Blick über den Ort. Einfach fantastisch hier. Also ich bin hier sehr überrascht von dieser Gegend. Ja, der erste Regenspritzer war auch ganz kurz. Kam da was aus einer Wolke raus. Ja, mal sehen, ob sich das noch hält. Auf dem Radar ist nichts zu sehen. Auf dem Wetterradar, Regenradar. Ah. Mann, das sieht alles hier so klasse aus. Unglaublich. Der Name dieses Ortes, den kann ich nicht aussprechen. Aber echt fantastisch. Es geht hier so weiter. Ich wiederhole mich, es ist mit das Beste, was ich hier gefahren bin. Was für ein toller Weg. Unglaublich, es ist einfach nur fantastisch. Also, kommt ihr her und radelt das mal ab. Das ist der Wahnsinn. Yes, I know. Yes, I know that I have to agree. There is no one as reckless as me. That you are in me, and there's no way without. Can I function with this power? How? There were no reasons why. Yes, our beauty must die. We try hard, but we also fall so reckless. Dieser Weg macht mich heute völlig fertig. So viele Eindrücke. Mann, und schaut euch das hier wieder an, wie toll das aussieht. Zwischendurch auch
Es war mal schön, jetzt an der Straße zu fahren, wo nicht so eine tolle Aussicht war. Echt fantastisch. Ich kann mich nur wiederholen und das geht noch ewig so weiter. Das dauert noch, bis ich ja, um die Ecke bin. Wahnsinn. Einfach nur klasse. Eine ganz tolle Ecke. Ah, ich kann mich nicht beruhigen. Ich habe mir mal ein windgeschütztes Eckchen gesucht, um eine Pause zu machen. Ja, es ist gleich eins, also halbwegs Mittag. Es ist nicht kalt, aber die Sonne ist auch nicht klar da. Das ist irgendwie so milchig am Himmel, aber es ist einfach nur krass. Es geht so weiter. Es war so ein tolles Waldstück gerade jetzt hier. Ja, jetzt sitze ich hier in den Dünen, ja, irgendwo mitten drin. Schaut euch das an. Es ist einfach nur krass. Echt eins der besten Dinge dieses Jahr, muss ich echt sagen. Das ist echt klasse. Ah, ja, sind doch noch welche im Wasser, aber ich war gerade immer mit den Füßen drin. Das war aber doch sehr kalt. Ja, das lasse ich mal lieber, bevor ich mich hier noch einen Stupfen hole. Ja, jetzt werde ich noch was essen. Ich habe ja noch einen Thunfischsalat. Der wird jetzt vermampft und dann geht's weiter an der Küste, immer noch ein Stück entlang. Ich sag gar nicht mehr dazu, es ist einfach nur klasse. Es geht so weiter. Also Mahlzeit. Der Weg ging so schön weiter, man sieht es auch auf der Karte. Immer hier an der Kante bin ich gefahren, durch die ganzen Ferienhäuser, Wohnungen und
was soll man sagen, Zweitwohnungssitze sind ja fast hier nur von den Dänen. Ja, und da bin ich jetzt. Jetzt komme ich jetzt hier nach Hundstedt. Hier runter. Ich will aber noch hier weiter, hier rüber nach Frederiksberg. Da werde ich nochmal einkaufen. Und dann, wenn alles klappt, werde ich hier hinfahren. Dahin. Ja, und das liegt an einem See und nicht am Meer. Ja, noch einiges an zu fahren, aber weiterhin schön, schätze ich. Also, erstmal noch Hundestät. So, ich bin jetzt hier in diesem Hundswag, oder wie hieß das, steht? Hundestät, oder wie hieß das hier? Naja, das ist schon. Und hier gibt es eine Fähre, denn hier ist der, ja, die Mündung von dem Ring, von dem Roskilde Fjord, der geht jetzt hier rein. Ja, und dieser schöne Weg, den ich jetzt die ganze Zeit gefolgt bin, der 47 Nordküsten Radweg, der geht jetzt darüber, ja, geht da hinten weiter. Leute, mal was. Um da drüben mal zu schauen, wie es da aussieht. Denn ich werde jetzt hier rum und dann zack, ja, an den Rhein nach Roskilde, Richtung Roskilde, wo ich morgen erst ankomme. Aber ich habe noch so ein bisschen Glück mit dem Wetter. Regen, eventueller Regen ist noch weit weg. Ja, ob der überhaupt hier nicht genau trifft, ist ja vielleicht mit Glück nicht. Und vielleicht morgen erst oder ja, also vielleicht habe ich ja Glück, aber. Ja, die Schere habe ich hier verpasst, aber die wollte ich auch nicht nehmen. Ja, jetzt geht's weiter auf vielleicht einen anderen schönen Weg, weiß ich nicht. Ja, erstmal durch diesen Ort hier. Sieht auch wieder malerisch aus. Bin auch wieder von da oben gekommen. Ach, das sah alles hier so toll aus. Ja, also weiter geht's Richtung Friedrichsberg, hieß das, glaube ich. All the years that I've wasted trying to find it, all that I go through for my peace of mind, let it all go out the way. Smoke in my eyes, I can hear the wind chime. It's always been you in the back of my mind. Early blue morning, when everything's cold. Bin hier in Friedrichsberg vor so einem Einkaufsladen. Ich habe ein bisschen Hunger gehabt, da habe ich mir mal was Süßes geholt. Muffins, ein Sportgetränk und für heute Abend Bolle und wieder Putenbrust. Putenbrust, ja, da drauf wieder, das ist so lecker.
ich mal sehe, ist mal wieder, das habe ich jetzt so entdeckt in Dänemark und es ist so einfach. Man wird so schön satt davon und es schmeckt, Leute, also wenigstens mir. Ja, ich habe jetzt gerade alles umgepackt, damit ich hier alles reinkriege und dann ja, geht's weiter. Ja, gleich 16 Uhr, 10 Kilometer bis zum Shelter. Mal sehen, was es noch wird. Ich glaube, Regen, das lässt noch auf sich warten. Also trocken werde ich wohl hoffentlich noch ankommen, auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal, wie der Weg dahin so ist. It's always been you. Angekommen, hier am Ende der Welt ungefähr. Das ist also wirklich, hier ist nichts rundherum außer Wald. Ja, hier sieht ein Riesenhäuschen, da können auch ein paar Leute mehr. Ja, aber es ist ja auch morgen Montag, keine Ferien hier. Ja, dann ist ja auch keiner. Aber man muss den dann vorher bestellen, ob das wirklich frei ist. Ja, aber ich werde das jetzt hier genießen. Ich brauche noch nicht mal die Luftmatratze aufpumpen, weil da ist was drin. Ja, und hier werde ich keinen Regen oder irgendwas merken. Wow, aber da werde ich gleich mal Feuer machen vielleicht. Ordentlich Holz suchen, ja, wenn ich mich eingerichtet habe. Ja, dann machen wir hier mal ein Feuerchen. Mal sehen, wie es geht mit normal aufgesammeltem Holz. Ja, bestimmt spannend, aber hier rundherum wird wahrscheinlich gar nicht viel sein. Ja, okay, schauen wir mal. Ich kann auch mit dem Rad los und woanders was holen. Aber da habe ich jetzt Lust zu. Richtig. Bevor ja, der Regen kommt, vielleicht auch gar nicht, deswegen kann man es auch machen. Ich muss mal schauen. Also die Strecke war top heute, auch hierhin der Rest sehr bergig, aber davon erzähle ich später nochmal. Ich räume ein und dann geht's ab ans Feuer, wenn es noch klappt, wenn kein Regen kommt. Ja, das Feuer ist an. Ich habe es geschafft. Ich habe eine Menge Holz gesägt, gefunden. Und es brennt ziemlich gut. Ist ja Totholz. Hat ja auch nicht geregnet. Richtig klasse. Ja, das ist sehr heiß, das Feuer. Also muss ich echt sagen, das wärmt ganz gut. Muss es eigentlich noch gar nicht. Es ist eigentlich total warm. 15, 16 Grad. Hier kommt der Wind absolut nicht an. Man sieht es auch im Rauch, der geht nach oben. Das ist echt klasse gewesen. Heute der Tag auch. Absolut. Ach ja, hier habe ich immer mit. Ist zwar schwer, aber für Dänemark braucht man irgendwie so eine kleine Säge. Hätte ich jetzt hier nicht gebraucht, weil
Hier hängt eine, die war auch noch scharf. Das hatte ich auch schon mal, da war zwar eine, aber die war sowas von stumpf. Ja, aber ich habe immer eine dabei. Ja, der Tag, wie ihr seht, perfekt gelaufen, oder? Das Wetter hat noch mitgespielt, es war eigentlich viel schlimmer mit Schauern und so. Angesagt, ab 17 Uhr sollte es nur noch regnen für 1, 2, 3 Stunden. Ja, und was ist es? Trocken. Es ist südlich, hauptsächlich hier vorbeigezogen. Einen kleinen Spritzer habe ich abgekriegt, aber das war überhaupt nichts. Ja, die Strecke war ganz schön lang, 95 Kilometer. Es ging auch immer hoch und runter, aber Leute, diesen Weg, das war das, die 47 Nordküstenrouten. Also das kann ich nur empfehlen. Wow, der geht ja noch weiter, der geht auf der anderen Seite noch weiter. Vielleicht ist es da ja auch noch schön. Muss ich irgendwann mal erradeln, auch definitiv. Und dieser Platz hier ganz im Schluss, das ist ja wohl perfekt. Okay, ich habe es vorher ja gebucht. Ja, was heißt gebucht? Man muss dafür nichts bezahlen, sich nur anmelden auf der Internetseite. Und das war es dann auch. Ist auch immer sehr gut belegt hier. Ist ja auch wirklich, wirklich ab vom Schuss. Ist zwar keine Badestelle hier, muss es aber auch nicht sein. Ist es einfach nur klasse. Ein Riesensee ist das hier. Der geht hier einmal rum. Das ist hier so eine Halbinsel. Ganz toll. Ein toller Wald. Mit tollem Brennholz. Ja, ich werde jetzt hier gleich noch was essen. Meine schönen dicken Brötchen und wieder mein Putenfleisch. Ich hätte ja auch jetzt schön was grillen können. Aber Leute, was Warmes habe ich absolut keine Lust. Absolut nicht. Ich habe ja sogar noch eine Tütensuppe mit oder sowas. Das könnte ich mir machen. Eine habe ich immer mit. Ja, den Kocher habe ich auch mitgenommen, sicherheitshalber. Hätte ja auch jetzt so kalt sein können, dass ich jetzt doch was Warmes will. Aber habe ich umsonst mitgeschleppt. Ja, das war's heute. Ein Traumtag, kann ich nur sagen. Wenn das jetzt Sommer gewesen wäre mit strahlendem Sonnenschein, ich glaube, boah, da hätte man richtig durchgedreht. Das war jetzt schon toll im Herbst. Vom Zeltplatz bis zum nächsten Zeltplatz. Einfach einsame Klasse. Tolle Bilder zu geben. Ja, ich mache jetzt hier noch einen langen Abend. Weiß nicht, wie lang das hier langt. Bestimmt noch etliches. Geht ja auch bald die Sonne unter. Ich glaube so eine halbe Stunde spätestens ist sie untergegangen und dann wird es immer dunkler, immer dunkler. Da drin ist es sowieso schon sehr dunkel, also selbst im Sommer, wenn das hier ziemlich lange hell ist, da schläft man sofort ein. Also richtig klasse. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen den Abend verbringen. Ich weiß noch nicht, vielleicht tue ich noch ein bisschen was filmen hier und da. Also sage ich hier schon mal tschüss. Wer noch dran bleibt, kann vielleicht noch was sehen hier. Aber es wird nicht super besonders sein. Einen richtig schönen Abend werde ich mir hier machen. Hab aber nur Cola, kein Bier geholt. Bier ist echt ziemlich teuer hier. Muss nicht sein. Ja, aber morgen geht's weiter. Wetter noch eher grau. Aber sehen wir denn. Heute sollte es auch regnen. Also dann danke bis hierhin fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal, ja, wenn es wieder heißt. Der Flaschenradler unterwegs und das ist die nächste Etappe Richtung Roskilde und dann komme ich wieder zurück an die Ostsee, an den Strand von Gräve. Da ist mein Ziel. Ja, 3 Tage. Ganz toll. Okay, tschüss. Die alle jetzt abschalten wollen. Ist das nicht schön? Das ist ein schöner Abend. Das geht nur in Dänemark. Also das schmeckt auch so lecker her immer. Na, eventuell könnte auch noch ein bisschen Regen kommen, so ein bisschen Niesel. Aber dann flüchtig halt. Das Holz habe ich jetzt doch noch schnell gesichert. Und in die Hütte gepackt. Für die nächsten sonst, wenn das hier jetzt ausgeht. Also es ist unheimlich heiß. Boah. Hier meist Sonnenbrand. Aber egal. Super geil ist das hier. Ein Traum. No, es ist 19 Uhr. Das Feuer brennt noch. Es ist noch super heiß. Ich habe noch jede Menge Holz. Es regnet noch nicht. Auf jeden Fall. Sitzt immer noch hier. Werde gleich noch mal nachlegen. Viel Interessantes passiert wahrscheinlich nicht. Ich werde noch da
im Dunkeln leider das Bett fertig machen. Ich brauche bloß den Schlafsack auspacken. Das war's. Ja, und morgen früh geht's weiter. Also man kann hier stundenlang reinschauen ins Feuer. Das ist so grandios, so interessant. Und es ist hier absolut still. Man hört nur das Rauschen des Windes in den Baumwipfeln. Einfach grandios. Also, Leute kommen auch nicht mehr. So ein, zwei, drei sind noch vorbeigelaufen mit ihren Hunden. Das ist ein ganz schönes Ende weg von Parkplätzen hier. Ja, das ist ja Naturschutzgebiet der See und so. Und es ist einfach klasse, dass man das hier machen darf. Ja, also es ist einfach nur klasse. Und wie man hier sieht, es liegt hier kein Müll rum. Hier ist nichts kaputt. Ja, die Säge ist noch da. Ich weiß nicht, ob da noch eine Axt war. Aber so kann das laufen. Also wunderbar. Ja, ich sag danke fürs Anschauen bis hierhin. Jetzt wird es bald zu dunkel. Mit Licht möchte ich eigentlich nicht mehr viel arbeiten. Ich möchte nur noch das Feuer genießen. Rest aufessen. Ich glaube, das schaffe ich auch nicht, was ich hier habe. Das werde ich vielleicht morgen früh noch zum Frühstück essen. Ja, und jetzt ist wirklich Schluss. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, der Flachland unterwegs. Morgen, dritter Tag. Richtung Roskilde am Roskilde Fjord. Mal sehen, was da los ist. In den Fjordrouten hat man ja gesehen, die Nummer 40 folge ich ja am meisten jetzt bis Roskilde und dann geht's rüber nach Greve an den Strand, wo ich denn ja aufhören muss. Leider, weil Dienstag, der 3. Oktober. Sturm, fast Orkanwarnung, also viel Regen. Da hat das keinen Zweck. Da würde sowas nicht laufen. Also, denn danke fürs Anschauen und tschüss. Au revoir, servus, moin moin, hey hey, hi hi, wie das hier überall heißt. Ja, dann bis zum nächsten Mal, euer Flachlandradler Thorsten. Oh, das Brot brennt hier bald an, zu nah am Feuer.